Haft. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, auch in dieser unsicheren Lage, in der wir gerade leben. Aber wir können auseinandersetzen. Ich denke, wir können uns so gut wie möglich schützen. Genießen Sie den Film, aber genießen Sie davor noch was anderes. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Bertolt Laufer. Ich bin der Vorsitzende der Bund BUND Ortsgruppe Tuttlingen. Zusammen mit der BUND Ortsgruppe Speichingen betreuen wir als eine der größten Naturschutzgruppen in Deutschland den Landkreis Tuttlingen. Wir befassen uns hier mit Natur- und Umweltschutz. Wenn Sie jetzt hier auf rechts auf einen Teil von dem Filmplakat schauen, dann sehen Sie das, was dieser Film zeigt. Er zeigt das Schöne der Natur, unsere Naturschätze in Deutschland. Es ist auch immer wichtig, sich nicht nur zu sorgen, was alles kaputt geht, sondern sich auch mal zu freuen, was es alles gibt. Verstehen Sie mich eigentlich gut auch hinten? Ja. Gut, muss man doch mal dran denken. Wenn Sie auf das Plakat schauen, dann sehen Sie, ja gut, Steinböcke haben wir in Tuttlingen allenfalls als Sternbild, aber als Sternzeichen. Wiesen, das sind relativ selten, das Rebhuhn gibt es nicht mehr, was haben wir denn überhaupt? Aber ich sage Ihnen, wir haben recht viel, es gibt viel zu entdecken bei uns. Man muss nur manchmal bewusst hinschauen oder sich ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen verweilen wollen. Und Sie werden erstaunt sein, was es alles gibt bei uns. Manchmal vielleicht auch, wenn man nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort steht, vielleicht eine Vogelstimme oder Vogelstimme kennt und plötzlich eine hört, die nicht reinpasst und dann mal genauer hinschaut. Vielleicht zufällig das Fernglas dabei hat und vielleicht noch zufälliger die Kamera im Anschlag. Aber nochmal, es gibt, Sie werden nachher sehen, es gibt erstaunliche Dinge zu entdecken, man muss sich nur Zeit nehmen und ein bisschen dafür interessieren. Und wenn es viel zu entdecken gibt, gibt es natürlich auch viel zu schützen. Wir zeigen Ihnen das anhand von drei kurzen Bilderserien. Ich betone, die sind alle von Leuten aus unserem Kreis, also aus dem BUND und drumherum gemacht. Im Landkreis Tuttlingen alle und das Datum steht in der Regel dabei. Ganz aktuell oder in den letzten Jahren. Also da haben wir Wert darauf gelegt, dass es authentische Bilder sind, nicht irgendwo aus dem Internet oder irgendwo hergekupfert oder im Urlaub gemacht, weit weg, sondern hier bei uns, in unserer Zeit, von unseren Leuten. Hier mal so eine grobe Übersicht, was es alles gibt. Jetzt fangen wir mal an. Auch hier nochmal, so haben wir das genannt, für uns Wildes Tuttlingen. Da gibt es einiges Wildes und einiges zu entdecken. Die Tiere kommen nachher noch näher. Erste kleine Serie, die Donau. Das ist ein Streitthema in Tuttlingen mit dem Auf- und Abstau, mit der fließenden Donau. Wenn Sie genau hinschauen, dann ist es nicht der, einfach nur der Fluss, der zu wenig Wasser hat, die vertrocknete Donau, wie es manchmal abschätzig heißt, ist ein lebendiger Fluss, an dem es sehr vieles zu entdecken gibt. Es gibt auch vieles zu tun noch. An den Ufern gibt es viel zu arbeiten, damit sie überhaupt mal gescheit aussehen. Also muss man einiges machen, aber es lebt hier viel, nur, wie gesagt, bewusst hinschauen. Das Foto ist aus dem vorigen Jahr, nicht von diesem Sommer. Ein Meer von Blutweiderich, wunderschön rotblühende Pflanzen im Hochsommer. Hier von der Wördenbrücke Richtung Skalabrücke aus fotografiert. In diesem Sommer waren es nur wenige. In dem Sommer war es denen, die waren es nicht glauben, zu feucht. Da stand hier zu oft das Wasser, deshalb kamen die nicht. Keiner hat sie gepflanzt, keiner hat sie gesät, sie kamen von selber. Kostenlose Blütenpracht. Oder wenn Sie in die Donau schauen, sehen Sie relativ oft, zum Beispiel am Rathaus stehen, ja, diese torpedoförmigen Fische, die großen, die man sieht, das sind Blödel. Die sind relativ häufig, relativ anspruchslos, die kommen mit unterschiedlichen Donauqualitäten zurecht. Aber schauen Sie mal genauer hin von verschiedenen Stellen, Sie sehen auch andere Fische, die man auch so als Laie sehr eindeutig als andere, sehr anders geformte Fische erkennt. Das war im Sommer 2020. Ein großer Schwarm von Brachsen, auffallend hochkant, flache Fische, recht große Brocken, etwa 30 cm jeder, die tagelang im Ludwigstal in einem großen Schwarm immer die gleiche Schleife geschwommen haben, in aller Ruhe. Irgendwann waren sie dann weg. Keiner weiß, wo sie hingehen, sie kamen irgendwo her und verschwinden mal wieder, aber ein beeindruckender Schwarm. Oder hier, die sind wir jetzt nicht so gut, aber es sind eigentlich zwei unserer wertgebenden Fische, die Barben, das sind unsere Wanderfische. Die haben eine Laichwanderung so zwischen März und Anfang Juni, das heißt ein hochgefahrenes Wehr sperrt ihnen den Weg ab. Sehr interessante Fische, die habe ich im Tuttlinger Schlauch in diesem Sommer fotografiert, haben ein bisschen eine Form, so fast ein bisschen wie ein Hai, vorne zwei Barteln, gespiegelt halt furchtbar hier. Eine steht übrigens regelmäßig direkt vor dem Skala in dieser Restströmung, die da ist. Das sind etwa 10 große Döbel und immer eine Barbe dabei.
Oder nochmal ein Praxenschwarm, tagelang oder weitere Woche lang zu sehen, im vergangenen Sommer im Bereich Tuvas, in der Donau hier, da kamen zig Leute vorbei. Wir haben uns immer wieder gewundert, wie wenig registriert haben, dass da etwa 100 dieser schwarzen, dunklen Fische, die etwa Handteller groß waren, jüngere, gestanden sind. Irgendwann waren sie dann weg, keine Ahnung, wo sie hingingen, aber sie waren sehr lange da. Auffallende Fische schon von der Form her. Den haben sicher mehr gesehen, also direkt vor dem Golem hat es im Sommer mal im Hochwasser seinen Baumstamm angeschwemmt, den hat ein Grauhai dann als Sitzplatz verwendet. Wildes Tuttlingen, wie gesagt, mitten in Tuttlingen. Auch mitten in Tuttlingen wurde etwas zahmer, selbst das gibt es, Teichfische vom Buschsäger aus runterfotografiert, zwei Karpfen, links ein Schuppenkarpfen, rechts ein Spiegelkarpfen, sogar die Unterschiede sieht man hier, das Weiße, das sind gespiegelte Wolken. Das hat halt das Wasser so an sich. Jungfische, jede Menge gab es in diesem Sommer. Also egal, wo sie in die Flachwasserzonen kamen, dann ist halt gespritzt von Jungfischen. Das ist dann der Einmündung vom Tuvas. Das Tuvas darf sein geklärtes Wasser in die Donau leiten. Schadet der Donau nicht, tut die eher gut. Die kann Wasser gut gebrauchen. Sie sehen, da wo das Wasser reinströmt, ein richtiger Zopf von fingerlangen Jungfischen am Ufer. Alles, was da vorne im Ufer entlang ist, sind alles etwa fingerlange Jungfische, die hier das flache, wärmere Wasser suchen. Das flache Wasser übrigens auch, weil die Großen da nicht hinkommen. Jeder will sie ja fressen, die Kleinen. Nicht gefährlich. Das ist schon eine auffallende Beobachtung, Zuwachsbeobachtung. Direkt unter der B14-Brücke, flussabwärts gesehen, eine Ringlader, eine sehr große, die war gut einen Meter lang, ein richtiger Brocken. Die hat da unter den Steinen im Wasser rumgeschwört. Eine halbe Stunde später war klar, was die wollte. In der Fernglas hat man es gesehen, das, was da vorne quer ist, ein Kropf ist eine Kroppe, die sie gefangen hat. Der Beleg, was in der Donau im Kroppenleben, da wo sie strömt. Und dass es natürlich auch schon wieder Jäger gibt, die hinter den Kroppen her sind. Und eine Schlange mitten in Tuttlingen. Reiher mitten in Tuttlingen, gut, die Graureiher sieht man öfters mitten im Stadtgebiet stehen. Wir haben aber eine zweite Reihe, auch die Silberreihe, beide so heißen, das ist hier selbsterklärend. Hier von Uli Meier. Beim Hochwasser an der Nendinger Allee fotografiert, da standen sie mal nebeneinander. Die weißen Silberreiher sind regelmäßige Wintergäste bei uns. Kommen aus Osteuropa, brüten tun sie noch nicht, aber man sieht sie regelmäßig. Wenn Sie bewusst mal schauen auf den Wiesen, auf der ganzen Badung und abwärts, überall sehen Sie vereinzelt diese weißen Reiher. Die Graureiher, die brüten hier. Große Brutkolonie hinter der Kläranlage. Gänsesäger, fischfressende Enten, die Herren im vornehmen Frack mit schwarz grünlicher Haube, die Weibchen mit hennafarbener Haube. Die Fischfresser kennen Sie schon, ein scharfer Schnabel, der gezähnt ist, das hat der Ausdruck Säger. Das sind regelmäßige Wintergäste bei uns aus Osteuropa, sind jetzt schon wieder da. Hier direkt von Skala fotografiert bei Hochwasser, auch wieder von Uli Meier im Januar diesen Jahres. Tauchen sehr gut. Jetzt wird es kleiner, das hat meine Frau fotografiert im Bereich der Donauversickerung, eine Eintagsfliege an ihrem, ja, sozusagen einen Tag oder wenigen Tagen. Selber auch wieder Nahrungsgrundlage, A in Form der Larven, B in Form der Insekten für sehr viele andere Tiere. Eine wirklich wertgebende Flusslibelle hier, die kleine Zangenlibelle, die braucht fließendes Wasser, die ist häufiger geworden die letzten Jahre, eine sehr interessante Libelle. Hier bei der Paarung, direkt unter den Augen sozusagen von Nietzsche, das sind Männchen und rechts das wesentlich kräftigere Weibchen, links das Männchen, sehen aus wie zwei verschiedene Arten, es ist die gleiche Art. Ist eine sehr interessante Art, die ganz bewusst immer nur an Fließgewässern lebt. Am Teich werden Sie die nie sehen. Eine Kleinlibelle, die kommt zum Teil auch an Teichen vor, aber auch da, wo die Donau langsam fließt, die Federlibelle, und ist natürlich gerade vergrößert, ist vielleicht 5 cm groß, hat verbreiterte Beinschienen, deshalb der Name Federlibelle, legt da die Flügel ganz anders zusammen. Hier noch ein Bild, nicht so nicht scharf, aber es zeigt sozusagen ein bisschen das Drama der Donau. Hier, wie gehen wir mit der Donau um? Auch wieder eine kleine Zangenlibelle, ein Weibchen, die sieht man wesentlich seltener, die sind einfach vorsichtiger. In blank gewaschenen Kies, im letzten Sommer war da richtig sauber der Kies, und drumherum ein Meer von Schrauben. Also wenn man an einem Kiesbecken steht, dann kann einem das Herz bluten, wenn man sieht, was da Schrauben rumliegen. Das waren alles mit Flaschen, die halt ganz warm. So, wir verlassen die Donau, kommen zum zweiten, zu unseren Projekten. Unsere Projekte sind also Artenschutzprojekte oder Landschaftspflegeprojekte, wo wir uns als Gruppe darum kümmern.
links Alpen sehen, und in der Mitte eine Orchideen-Pflegefläche, rechts unser Bundhäusle, das Bund-Umweltzentrum mit Naturgarten. Diese Wiese wurde im Jahre 2020 angelegt, 21 im zweiten Jahr, hat sie wunderbar geblüht, ist mit einer Wildsamenmischung eingesät worden, aus vom Riedkamen, also ganz aus der Nähe. Rechts von diesem Weg zum Kindergarten war so eine gewerbliche Rieber-Hoffmann-Mischung. Sie haben beide wunderbar geblüht, also war eine richtige Freude, was da bei den Insektenweide entstanden ist. Das hat keiner ist eingesät, das ist eine unserer Pflegeflächen, der Grüne Berg, eine ehemalige Wacholderheide zwischen Wittow und Rabenthal. Gelber Enzian kommt hier vor, also Enziane gibt es auch außerhalb der Alpen. Riesige Pflanzen bis zum Hansrohr können die werden. Das ist das erste Mal, wenn man sich Schnaps macht, aber graben Sie bitte die Wurzeln nicht raus und kaufen Sie den Schnaps, wenn es unbedingt sein muss. Ein Eiszeitrelikt im Prinzip, also seit der Eiszeit sind die halt übrig geblieben, deshalb kommt diese alpine Pflanze auch bei uns vor. Oder hier ein Geruchserlebnis in einer anderen Pflegefläche, eine Feuchtfläche, die wohlriechende Händelwurz. Optisch relativ einfach, das Pflänzchen, aber die riecht wirklich wie eine Mischung aus Vanille und Schokolade. Die hat ihren Namen zurecht. Hier eine Pflanze, die weder riecht noch Nektar hat, das ist im Prinzip eine gemeine Pflanze. Sie sehen, die wirkt schon wie ein Insekt. Heißt Fliegenhaken, das ist eine Orchidee, auch in einer Pflegefläche von uns, wird immer mehr. Und diese Orchidee, die veräppelt Wildbienenmännchen. Die täuschen denen eigentlich vor, dass sie ein Weibchen wären. Wenn das Männchen zum zweiten Mal reingefallen ist, dann hat es die Orchidee beschreibt, hat selber für sich nichts erreicht, hat kein Weibchen gefunden, keinen Honig gekriegt. Also es ist eigentlich eine richtig gemeine Pflanze, aber sie kommt zu ihrem Ziel. Ein Enzian-Gewächs, es gibt mehrere Enzian-Gewächse bei uns, auch in dieser vorigen Pflegefläche, das Tausendhündenkraut. Kleine, wunderschöne Blüten im Hochsommer. Oder hier am Rand dieser Pflegefläche, trotz Schmetterlingsrückgang, gibt es ja manchmal Stellen, wo es sehr viele gibt, vor allem der Kaisermantel, eine unserer großen Arten im Wald. Da saßen auf diesen Büschen von Wasserdosen, der Ritten ist nach Flieder, saßen etwa 30 dieser großen Kaisermäntel und noch zwei, drei andere Arten dabei. Hier aus der Nähe, das links zwei bei der Paarung, die anderen einzeln, sehr attraktive Falter. Wie gesagt, im Waldbereich doch immerhin noch relativ häufiger. Auch eine Pflege, schon mehrfach Biberpfleglinge, also verletzte Biber, meistens verletzten Artgenossen, die sind nicht sonderlich nett zueinander, wenn sie aufeinander stoßen. Die man dann später wieder freigelassen hat. Den letzten hatten wir im Mai dieses Jahres. Sind erstaunlich friedlich in der Pflege, also man kriegt da mit der Zeit ein bisschen Erfahrung mit. Ein interessantes Projekt, unser Alpensegler-Projekt, wir haben eine Alpensegler-Kolonie im Turm der Stadtwirbel, das mag Segler, das ist die zweite Seglerart bei uns, deutlich größer als die Mauersegler, Spannweite in halber Meter etwa, Gewicht 100 Gramm, Tafel Schokolade. Stellen Sie sich einen Mauersegler vor, der unterseits weitgehend weiß ist. Nicht schwarz, sondern eher so olivbraun. Sehr interessante Vögel, völlig anderer Laut als die Mauersegler. Im Prinzip mediterrane Vögel, die doppelt so lang bleiben sind wie die Mauersegler. Die kommen, die ersten inzwischen Ende März. Die Mauersegler kommen Ende April, Anfang Mai, also einen Monat früher. Und wegziehen tun sie bis zu zwei Monate später, Ende September, manchmal sogar Anfang Oktober erst. Da werden Segler ein halbes Jahr hier. Sehr flugakrobatisch, sehr aktiv, sehr gesellig. War eine Freude, die drinnen zu hören. Den sehen Sie uns deutlich an, der hat den Hals voll, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sammeln für ihre Jungvögel die Insekten, bis der Rachen sozusagen voll ist. Es lohnt sich nicht, bei jeder einzelnen Mücke zurückzufliegen. Wenn der voll ist, dann kriegt der Jungvogel den Insektenpack als Smoothie direkt verabreicht. Der mag es nicht, sondern da sieht man mal, wie akrobatisch die Kinder haben, alles eingesetzt. Auch die Schwanzfedern, so Feinsteuerungen sieht man auf solchen kurzgewichteten Aufnahmen sehr gut. Das zeigt auch sehr gut, also wirklich ganz tolle Aufnahmen von Olaf Utschko, der ganz tolle Vogelaufnahmen macht, ein sehr versierter Vogelbeobachter. Zeigt auch die sehr großen Augen, die er braucht als Flugakrobat. Nachdem er inzwischen weiß, nach dem halben Jahr bei uns, sind sie ein halbes Jahr wahrscheinlich nur in der Luft. Die fliegen hier weg, landen nirgends, sind in Westafrika, bei Senegal, nach einem halben Jahr kommen sie wieder. Schlafen mit Autopilot, geht irgendwie. Also wunderschöne Vögel, unterseits weiß, das sieht man auch, wenn sich der Sonne dreht, mit diesem dunklen Halsband noch. Alle im Bereich der Stadtkirche. So, jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt noch, Fundstücke und Sensationen oder Sensationchen. Das sind so Sachen, ja, wo man sagt, man muss halt mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort stehen. Dann vielleicht das richtige Hören, richtig hinschauen. Man kann erstaunliche Dinge beobachten. Zufällig.
ist keine Fotomontage gewesen. Das kam er dienstlich unter als Anziehearzt. Bevor wir eine Kiste geholt haben, um den Biber zu bergen, habe ich noch ein Foto gemacht. Ich habe gedacht, wenn der nachher weg ist, du erzählst es und sagst, jeder, sag mal, was hast du geraucht? Also mach mal ein Foto von dem. Der lag wirklich auf einem Gartentrier, auf einer offenen Gartentrasse, da war ein offenes Gelände mit fließenden Garten über und hat geschlafen, 600 Meter von der Donau weg. War schon weggetrieben von Artgenossen, es war ein bisschen, war leicht verletzt, war ein bisschen Blut von mir auf dem Boden, er war nicht schwer verletzt, konnte den Tag später wieder weiter. Aber, also schon fast anekdotisch, ein Biber in der Fastenzeit im Garten. Schnappschüsse vom Olaf Otschko wieder. Ein Baumarder ist der größte, der Waldmarder mit gelblicher Kehle, nicht wieder Steinmarder mit weißer. Hier hat er mal Stecken vor der Linse bekommen. Wirklich sehr hübsches Tier hier. Oder ein ganz hübsches Hermelin. Im Sommer auch eins gesehen, unten bei der SC04 Lounge hier, vom Olaf Otschko bei Immendingen fotografiert. Im Winterkleid. Gut, da müssen ein bisschen mehr schneien, damit es wieder tarnen wird. Da hüpft es gerade weit, das ist ein wunderschön in der Umfärbung, also weiß mit schwarzer Schwanzspitze, im Sommer sind sie braun. Oder hier, ja gut, Pferde gibt es auch, aber das große Heupferd, das ist unsere größte Heuschrecke von Werner Engwas, der heute auch da ist, bei sich daheim fotografiert. Riesentiere. Oder die größte Wildbiene, die wir haben, die blaue Holzbiene von der Sarah Mohr, die in Drossingen fotografiert, wird seit 2018 am Kreis Tuttlingen gesehen. Das ist eine mediterrane Wildbiene, also Solitärbiene, die haben keinen Staat, die gibt Männchen, Weibchen. Größe bis knapp 3 cm, riesen Brummer, größer als jede Hundekönigin, völlig harmlos, haben sie keine Angst vor denen. Sehr beeindruckende Tiere, die erweitern praktisch selbstständig ihr Verbreitungsgebiet vom mediterranen Bereich. Ja, gab's schon, 2000 gab es schon im Raum Karlsruhe, seit 10 Jahren im Hegau, seit 2018 inzwischen auch bei uns. Eine andere große Biene haust da drin, die asiatische Mörtelbiene von Heidi Mattes im eigenen Wohnhaus entdeckt. Die wurde allerdings eingeschleppt, also sie hat sich von Marseille aus ausgebreitet, also ganz eindeutig von einem Seehafen aus. Nicht ganz so groß wie die asiatische, wie die blaue Holzbiene, aber fast so groß. Und die wurde also bis zu 2,5 cm groß. Eine Honigbiene, wenn sie ganz extrem groß ist, maximal 1,5. Das ist eine richtig beeindruckende Bromania. Auch harmlos, also die Größe macht sie nicht gefährlich. Genauso ungefährlich. Eine Hornisse hier, klar, staatenbildend, sind eigentlich gehören zu den friedlichsten Insekten, die wir haben, gegenüber Menschen. Andere Insekten müssen aufpassen. Hornissen sind Insektenjäger. Jagen auch Bienen, das ist halt so. Ja. Hier beim Papierholz holen sozusagen zum Nestbau. Ein sehr hübscher Falter, der Schillerfalter, der sich hier auf der Fahrradabdeckung meines Fahrrads niedergelassen hat. Ein sehr großer Falter. Oder hier auf dem Kirchturm bei der Alpensägearbeit, eine Zackenäule, ein Nachtfalter, der hier ja, übertagt, muss man sagen, übernachtet kann man ja nicht sagen. Oder hier von der Sarah Mohr in Drossingen fotografiert, das Taubenschwänzchen, ein Schwärmer, also ein Nachtfalter, der aber tagaktiv ist, immer wieder irritiert. Viele Leute meinen, ja, stechen die, sind die gefährlich? Nein, völlig ungefährlich, die werden einfach nur Honig saugen. Übrigens ein Wanderfalter, diese Falter fliegen über die Alpen, kann man sich nicht vorstellen. Dass so ein kleiner Schmetterling es schafft, bis hierher zu fliegen. Ein einheimischer Falter, der als Falter überwintert, sieht man manchmal auch jetzt noch ganz spät im Jahr, weil sie ja wie gesagt als Falter sich dann zurückziehen, der C-Falter. Warum er so heißt, sieht man deutlich, wenn er die Flügel zusammenlegt. Er ist nicht abgenutzt, auch nicht zerfetzt. Die haben diese scherenschnittartige filigrane Struktur der Flügel. Vor 2 Jahren hier, oder in diesem Jahr im Kies der Donauversickerung, auch hier sieht man dieses sehr scharf ausgeschnitten an den Flügen, da ist wie gesagt nichts kaputt und das Kennzeichen mit C. Feuersalamander, deutlich größer als jeder Molch, haben wir an wenigen Stellen im Kreis, und ich dachte, dass die kleine fischfreie Larven Bächlein brauchen, die kriegen ihre Larven nicht im stehenden Gewässer. Im Lippachtal gibt es welche, also aufpassen bei Wanderungen, beim Regen, man sieht die einen, man muss nicht drauf tappen, aber ein bisschen aufpassen, wenn man da läuft, die kommen halt bei Regen raus, eigentlich von dem Wetter, wo man endlich mal vor der Tür kann. Sehen das ein bisschen anders als wir. Jeder anders gefleckt, völlig individuell, das sieht jeder anders aus. So, interessante Vogelfotos noch vom Olaf Otschko. Der Turmfalk ist unser häufigster Falken, relativ kleiner. Jagen, ja, nicht nur Mäuse. Ich muss halt mal eine Eidechse dran glauben, das ist halt so. Hier im Buchheimer Hans. Oder auch das kann man hier beobachten. Es sind Vagabunden, wenn sie auftauchen, aber es gibt es. Man kann das Glück haben, vielleicht einen Fischadler. Ein sehr schlanker, sehr heller Adler unterseits zu beobachten, hier bei Möhringen fotografiert.
Und selbst das ist möglich, ein Steinadler. Ich habe vor einem Vierteljahr auch einen gesehen, oder ein Realfliegen. Vagabundieren die Jungvögel meistens. Der war jetzt im Liebachtal hier. Hier sieht man es deutlicher, dass es ein Großadler ist. Wenn man diese Flügelstruktur sieht, Flügel wie Bretter, stark abgespreizte Flügelschwingen, kannst du einen Steinadler oder Seeadler trennen. Selbst ein Seeadler ist vor ein paar Jahren über Tübingen geflogen. Es war kein Falknervogel. Also wie gesagt, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Meistens ist dann halt das Fernglas daheim und der Fotoaula. Ja. Das ist halt so. Da muss man genauer hinschauen. Uhus haben inzwischen so einige Brutpaare im Kreis. Bitte stellen Sie dem nicht aktiv nach, setzen Sie sich mit Fachleuten in Verbindung, gerade mit Olaf Otschkau, wenn Sie die mal sehen wollen, aber nicht selber suchen, man verscheucht sie dann bloß, da muss man sich wirklich auskennen, das sind Teleobjektivaufnahmen, so nah darf man nie und nimmer ans Nest ran. Hier, wenn ich denke, Sie sehen ihn da links an der Felswand auf dem Nest sitzen. Oder hier, das ist wahrscheinlich aus dem Auto raus fotografiert, da müssen Sie jetzt Herrn Otschkau fragen. Auch ist es unüblich, dass ein Uhu mal auf der Wiese sitzt, auch das kommt vor, hier in der Dämmerung. Oder hier sitzt er im Baum drin. Ein bisschen weiter weg, dann sehen Sie den immer, ist er ideal getarnt. Es ist unsere größte Eule, übrigens die weltweit größte Eule, unser Uhu. Keine Eule auf der Welt ist größer, aber es gibt auch den Winzling, unsere kleinste Eule der Sperlingskauz, kommt auch vor in dichten Nadelwäldern. Ja, Sperling ist ein bisschen. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist etwa so groß wie eine Drossel ungefähr. Also ein Winzen, absoluter Winzen. Wespenbussard, auch eine Seltenheit bei uns, ist ein Zugvogel, wie der Name sagt. Also im Sommer räumt er auch Wespennester aus und füttert damit seine Jungen, also ein sehr spezialisierter Vogel. Sie sehen es im Schnabel schon an, dass er nicht der ganz krumme Hakenschnabel des typischen Jägers kommen in wenigen Brutpaaren bei uns vor. Und das war eine Sensation, liegt jetzt schon länger zurück, November 2012, an einem Freitagnachmittag, als wir die Vögel auffielen von Weitem, im Fernglas zumindest, die Fotoauswischung habe ich nicht mehr, ich habe den Olaf Otschkau zur Hilfe gerufen, er hat dann vom Ullhof aus Richtung Riedgraben, die große städtische Wasserfassung, hat er diese Aufnahme gemacht, also mit dem Teleobjektiv, da war man weit weg, 59 Rasten, die kamen nicht an einem Novembernachmittag in Tübingen. Es fliegen immer wieder mal welche drüber, meistens nachts. Die klagenden Laute sind ein bisschen irritierend, aber das war mal die Sensation, dass sie wirklich gelandet sind und in aller Ruhe hier gerascht und gefressen haben. Ich sage zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, aber es ist beeindruckend, was man doch auch so alles entdecken kann. So, damit wäre ich am Ende. Ich möchte mal auf unser B&D hinweisen. Macht es stark für unsere Heimat Natur. Man kann mit uns auch mitarbeiten. Wie gesagt, das sind jetzt nicht die Leute, von denen unsere Eltern immer gewarnt haben. Das sind ganz nett. Und es gibt auch nicht nur die mit ohne und mit grauen Haaren. Es gibt Gott sei Dank auch ein paar Junge, über die wir sehr froh sind. Über mehr Junge würden wir uns freuen. Man kann sich bei uns bei den Pflegemaßnahmen beteiligen. Das war die erste Aktion im grünen Berg, wo der Enzian war. Am Samstag haben wir wieder eine. Im Freien, da können wir gut auf Abstand schaffen. Also wer mitmachen könnte, ist herzlich eingeladen oder später mal. Wir werden jetzt, ich sage es gleich, nachher keinen Stand haben, wo wir uns treffen. Die Zeit ist einfach zu unsicher. Aber wer in Kontakt mit uns aufnehmen möchte, kann Ihnen ein Kärtchen geben, Telefonnummer draufschreiben, können wir uns dann so auch austauschen. Oder draußen im Freien nachher. Danke für die Aufmerksamkeit und dann darf es gerne mit dem Film weitergehen.